Der betreibt ja nur eine Kneipe. Für mich und viele andere bedeutet das Gelände das Arm, der Galerie Loyal und der Lolita Bar, also unser Lolita-Land, viel mehr.
Seit 15 Jahren entsteht hier Kunst, Kultur und es bilden sich Netzwerke. Schon immer entstanden in Räumen wie diesen die Kultur. Ohne Kaffeehäuser, Bars, den öffentlichen Begegnungsstätten wäre die heutige Hochkultur undenkbar. Schon seit jeher waren diese Orte die Kinderstube der Literatur, Theater, Musik und der bildenden Kunst. Stichwort Kinderstube. Auch damals haben sich junge, unflätige, halbstarke in solchen Freiräumen entfalten können und ihren Weg gefunden. Heute finden wir ihre Werke in Museen und in Theatern. Jazz wäre nie geboren worden. Bedeutende Bücher wären nie geschrieben worden. Von Theater wüssten wir heute nichts. Somit gäbe es auch keinen Film, kein Fernsehen, keine Videokunst. Solche Orte wie diesen sind schützenswert. Ja, junge Kultur sieht heute anders aus. Für viele ist sie häufig noch nicht einmal als solche zu erkennen. Das ist normal und auch das war schon immer so. Wer hätte damals, 1892, gedacht, dass im Bordell gemalte Bilder des Schmutzfinken Toulouse-Lautrec später auf der Documenta 3 hingen und heute zur Hochkultur gehören? In unserer Bar entsteht Kultur. Das ist nicht immer bequem, leise und sauber. Im Gegenteil, es ist mitunter unbequem, laut und dreckig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der jetzt leider nicht hier ist, Sie als designierter Kulturdezernent dürfen in Zukunft intensiv mit uns zusammenarbeiten. Die Demonstration heute ist der erste Schritt der Initiative Junge Kultur. Weitere Aktionen sind geplant. Na gut, also fahren wir fort. Schön, dass ihr immer noch alle da seid. Ne? Deswegen jetzt erstmal einen Riesenapplaus an euch selber. Ne? Und dann nochmal ein Riesendankeschön an Bob und an Ralf Rabe, die mir jetzt Witz gehört haben. Dankeschön. Ja, und dann würde ich doch sagen hier, bevor wir das hier noch unnötig in die Länge ziehen. Thank you.